Ich glaube, der Wischmopp ist auch noch drin, ne? Ja. Den hole ich. So, wir machen uns jetzt ein letztes Mal zum Haus, voraussichtlich ein letztes Mal zum Haus, zum Alten. Hallo. Und müssen noch ein bisschen putzen, die restlichen Sachen holen und dann heißt es verabschieden. Wir haben jetzt eine relativ lange Tour vor uns und sind deshalb recht früh wach und ja, dann geht's jetzt mal los. So, wir haben jetzt die, wie lange fahren wir mal? Fast 3 Stunden ungefähr. Wir wohnen ja jetzt ein bisschen mehr im Landesinneren. Wir brauchen immer so 2,5-3 Stunden bis hier wieder zur Westküste, also bis an die Grenze zu Norwegen. Sind jetzt in Gäddede angekommen, kurzen Zwischenstopp hier beim IKA. Ja, es ist schon ein bisschen komisch, also es ist trotzdem, als wir damals angekommen sind, waren wir auch kurz beim IKA vorher. Es ist trotzdem, es fühlt sich komisch an, aber ich muss auch sagen, wir sind echt froh. Ich baue jetzt gerade das Trampolin ab und mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Wir waren jetzt länger ja nicht mehr hier, oder vorgestern waren wir einmal hier, um noch Sachen zu holen. Aber davor ging es ja ungefähr 1,5 Wochen nicht wegen dem Auto, was kaputt war. Und es fehlen Sachen. Also es fehlen ein Teil Bäume. Es fehlen diese Kästen, diese, wo wir die Beete angelegt haben, einige, nicht alle. Erde fehlt, die wir zur Seite gelegt haben. Warum auch immer wurden Bäume gefällt, die jetzt auf dem Boden teilweise liegen und schon zersägt sind. Und Fußspuren überall. Auch von Hunden, die wir gesehen haben, die nicht von unserem Hund sind. Und die Kellertür war offen. Sehr mysteriös. Also, keine Ahnung. Ich muss mal den Vermieter fragen, ob er hier war. Und schon angefangen hat, Sachen. Das Haus haben wir zum Glück abgeschlossen. Fragen, ob er hier schon angefangen hat, Sachen zu machen. Oder, ja, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, was er mit den Sachen eigentlich will, die hier weg sind. Keine Ahnung. Na, mal schauen. Vielleicht kriegen wir es noch raus. Wir halten euch auf dem Laufenden. Jetzt musste ich eben noch mal schnell zum Nachbarn fahren. Mir ein paar Werkzeuge ausborgen. Weil ich genau die passenden nicht mit hatte. Und alles passende natürlich in der Tüte. Hätte ich mal vorgeguckt, aber hat nur 5 Minuten gedauert. Naja, doppelt gefahren.
Somehow we ended up at a crossroad and we got lost. Somewhere you chose to go left while I turned the other way. And you got lost. Wir waren vor kurzem ja schon mal hier und haben wirklich alles, was noch im Gewächshaus war, eingesammelt. Das waren so viele Tomaten. Also, ich weiß noch gar nicht. Ja, ich denke mal, wir werden da auf jeden Fall sehr, sehr viel Tomatensauce draus machen. Die waren jetzt aber größtenteils noch grün, heißt, die müssen jetzt noch ein bisschen nachreifen. Aber viele waren auch schon rot und ja, die werden auf jeden Fall jetzt verarbeiten. Und ja, wir wollen auf jeden Fall auf dem neuen Hof 2 Stück davon haben. Mal gucken, wie wir da hinkommen, wann wir das machen. Auf jeden Fall sind die Gold wert hier oben. Das haben wir ja jetzt gemerkt. Und ja. Trace and I follow. Make a wish and I make it come true. For all I know. Mit einem, ja. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen wir jetzt unseren alten Hof und unser rotes Schwedenhaus hier. Ja, war schön. Ja. Wenn es auch nur ein Jahr war. Ja, wir haben viele Erinnerungen hier jetzt gesammelt und schöne Momente. Ja. Unseren ersten Winter und ja, das ist so das weinende Auge, aber das lachende Auge ist, dass noch viele, viele weitere schöne Erinnerungen kommen werden jetzt mit dem neuen Hof. Ja, absolut. Genau. Wir haben dieses Jahr noch kein Trockenheu für unseren oder für den Winter, für die Schafe. Wir haben aber einen Farmer aus der Umgebung gefunden und da fahren wir jetzt hin, die erste Ladung abholen. Ich glaube, das sind ist so Trockenheu, 300 Kilo, 320 Kilo Ballen. Mal gucken, ob die hier reinpassen. Ich habe die Stange leider nicht abbekommen. Wir haben ja sonst immer so ein Gestell drum. Muss ich noch einen Winkelschleifer die Schraube lösen. Und ja, ich hoffe, dass die, dass der Ballen da reinpasst. Aber ich denke schon, wir haben das schon mal gemacht. Der war ein bisschen gequetscht. Wir müssen einzeln fahren, weil da nur einer reinpasst. Der kann nicht liefern. Und ich glaube, ich habe 15 Stück bestellt.
Das machen wir nicht alles heute, aber nach und nach. Naja. Wir haben jetzt in der oberen Scheune die Möglichkeit, das Heu auf diese Balken zu legen, sodass sie auf jeden Fall trocken bleiben. Und ja, mal schauen, wie wir das jetzt in den Winter machen. Das Heu, was wir jetzt bekommen haben, diesen einen Ballen, den haben wir jetzt oben eingelagert. Bevor jetzt viele gleich schreiben, hey, das darf man nicht machen, das ist Silage, Heusilage etc. pp. Ich war auch sehr verwundert, warum das in Folie eingewickelt ist. Habe halt viermal nachgefragt, beim vierten Mal war ich schon ein bisschen genervt. Es ist Trockenheu mit, ich glaube, maximal 10% Restfeuchte. Es wird hier eingewickelt, warum auch immer es so gemacht wird, vielleicht um es besser zu lagern oder so. Er hat uns gesagt, wenn es bei uns angekommen ist, sollen wir es aufmachen und auf jeden Fall irgendwo trocken und luftig lagern. Zum Glück haben wir eben oben in der Scheune so eine, ja, so eine, wie sind das, wie so eine Dreiecke quasi, wo wir, die halt dafür da sind, um das Heu eben nochmal trocken zu lagern oder luftdurchlässig zu lagern. Der Heuballen hat auch leider nicht anders in den Anhänger gepasst. Ich hätte ihn auch gerne so gestellt, dass wir ihn einfach runterschieben können und dann das abwickeln können, ging leider auch nicht. Das war jetzt super anstrengend, das Ganze. Ich glaube auch nicht, dass wir das nochmal so machen. Ich habe aber auf dem Marketplace schon einen größeren Anhänger gesehen und mitgeboten. Ich hoffe, ich kriege vielleicht den Zuschlag, dann können wir das damit nämlich machen. Und ich werde auch nochmal heute mit dem Farmer hier aus der Umgebung nochmal sprechen oder dem Nachbarn, unser Traktor ja nicht funktioniert, ob er mir da nicht dann auch, wenn wir den größeren Anhänger haben, ich den einfach runterschubsen kann, er vorbeikommt und uns die oben reinfährt und wir die dann eben da öffnen können. Also es sind keine Heusilage oder irgendwas, das ist wirklich Trockenheu, es ist super trocken, man kann es zusammendrücken, auseinanderziehen und hat dann zwei unterschiedliche Stücke, also es ist Trockenheu. Und ja, für uns heißt es jetzt, weil wir haben gesehen, in Kiruna hat es schon geschneit. Letztes Jahr war das auch so früh und dann kam bei uns der Winter auch sehr früh. Wir sind ja auf der gleichen Höhe wie davor auch von dem Hof. Das bedeutet, wir müssen uns noch ein bisschen fixer jetzt auf den Winter vorbereiten, noch mehr Holz reinbringen und ich muss vor allem jetzt auch noch ganz viel Futter für die Tiere holen, also für die Enten, für die Hühner und für die Truthähne, die wir haben. Das mixen wir nämlich immer selber. Normalerweise wurde es immer geliefert, jetzt können wir auch selber hinfahren und uns das holen. Und im Sommer wollen wir mit dem Anhänger nicht so oft fahren. Deswegen versuche ich jetzt so viel wie möglich von dem Futter zu kaufen, dass ich das für ein paar Monate hier auch einlagern kann. Dann kann eigentlich nichts mehr passieren, hoffe ich. Ja, das war wohl nichts.
Wir wollten zu so einem kleinen Landhandel und die haben seit September nur noch in der Woche offen. Da kaufe ich ja immer Körner, unterschiedliche Mais, Beete, Weizen, ja danke, Erbsen, halt alles mögliche, mischt das dann selber zusammen, das wollte ich euch eigentlich zeigen, das dachte mir, vielleicht ist das ganz spannend, wie wir die Tiere auch im Sommer so ein bisschen füttern, da ändern wir das Futter. Jetzt waren wir noch kurz woanders, haben noch ein paar Kisten geholt, ja so eine Boxen zum Sortieren. Das war's dann mit dem Video, außer ihr wollt jetzt unbedingt noch sehen, wie ich Holz schleppe, aber ich glaube, das ist nicht so spannend. Der Nachbar war auch schon da, habe ich gerade gesehen, der stellt uns dann immer so eine Paletten hin mit so einem Gittern an den Seiten, damit wir das Holz stapeln können. Und dann wird das mit einem Traktor ins Lager gefahren. Ja. Die Kinder werden unruhig. Ich glaube, wir beenden das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne wieder ein Like da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns gerne. Und wir sehen uns bestimmt bald. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Live a little, flip the page, give it some more, getting out of my way. I was hiding, bulletproof, forever waiting, thanking you. I thought I was what I told, I thought I was. I thought I was what I've been told. String up the pieces of yesteryear's life, in over my head, trying to figure out. I was going through changes, where to begin when a mountain.